an der Stelle sagen, wirklich nur, dass ihr es wisst. Wir haben die letzten Tage und Wochen darum gekämpft, bitte nicht twittern, bitte nicht twittern, bitte es noch nicht nach draußen geben und wenn doch, schnell wieder löschen. Bitte, tut uns den Gefallen, tut uns den Gefallen. Wir haben wirklich absolutes Vollgas gegeben, seit wir wussten, dass es vielleicht etwas werden könnte, um heute das hinzubekommen. Gestern Nachmittag haben wir um 18 Uhr den Vertrag unterschrieben. Und jetzt lass uns sagen, wer du bist. Oliver Stinte. Also wir stehen hier für Nitro. Wir haben seit auch 11 Jahren übrigens eine ganze Menge Filme auf dem Sender, aber eben nicht solche. Und da fehlt doch was. Jetzt hat der Kai vor 11 Jahren ein kleines Wunder gemacht, hat mit euch Schläfplatz erfunden und als wir das gelesen haben, haben wir gesagt, das kann jetzt nicht sein, wir müssen uns sofort melden. Und dann hat diese Frau mit dir telefoniert und hat das nächste Wunder vorgesehen. Und das ich möchte das mal sagen, das ist Katrin Katzenreme. Und es ist wirklich wahr, es ist wirklich so gewesen. Wir haben, wie gesagt, wir wussten, dass es endet. Wir durften das eine ganze Zeit nicht sagen, weil wir noch da erst in den Endverhandlungen mit Warner, das Capri waren. Und da mussten wir warten und dann haben wir diese Folgen produziert mit dem Wissen, es ist zu Ende, mit dem... Es war einer der schlimmsten und echt wirklich härtesten Drehtage, die wir hatten, als wir diesen Song aufgenommen haben. Und da war einen Tag vorher oder so, genau als wir das aufnahmen und gedreht haben, kam die Meldung erst öffentlich raus, dass Schläferz endet und es eben keine Zukunft gibt. Und dann kam irgendwann, während wir drehten, kam eine Mail von Kati mit einem Satz. Und der war so schön... Und der Satz war, einfach nur gesagt, meldet euch, wir haben viel Liebe zu geben.